Willkommen zum ersten Match hier in der Main Show von COW Fast Ride. Und man hört es schon, die Zuschauer schreien hier Mario Falani. Wir haben hier den amtierenden WXW Shotgun Champion zu Gast und er kämpft gegen Alex Ken, den Mann, der von Santino Marella in Kanada trainiert wurde. Und er kommt wieder mit einigen arroganten Aktionen daher. Gegen den Thüringer Mario Salani. Letzte Woche erst bei der WXW und Progress Wrestling aktiv gewesen. Und dort ist er da. Hier in der Shotgun Champion. Ja, Salani mit einem Haltekiss. Alex Ken kann sich befreien. Wurde von Santino Marella und Rip Rogers in der Battle Arts Academy in Kanada trainiert. Und ist hier schon zum dritten Mal zu Gast in der COW. Liegt jetzt auf dem Boden. Alani hat ihn an seinem Arm. Er kommt einfach nicht hoch. Alex Ken. Gegner von Mario Salani. Aber er wird ihm natürlich nicht nach oben helfen. Und da kriegt er einen Kicker von Alex Ken. Wieder mal eine hinterhältige Aktion von dem jungen Mann, der aus München stammt und dann nach Kanada ausgewandert ist. Whipping von Alani. Und da gibt es einen schönen Dropkick. Da erwischt der Alex Ken einen Handtrack hinterher. Hat er ihn wieder in einem Haltegriff. Ja, da schreit er vor Schmerz. Alex Ken. Der sich hier keine Freunde im Saarland gemacht hat. Kommt wieder mit unfairen Tricks. Aber Alani hat das vorausgeahnt. Alex Ken kann sich befreien, bekommt aber ein Elbow ab. Und ein Big Boot. Und jetzt ist er auf dem Second Rope. Mario Salani. Er bekommt einen harten Kicker. Und harte Tritte von Alex Ken. Und er setzt nach. Mit einem Facelam und das Cover, aber das reicht nur zu einem Two-Count. Ja, da verhöhnt der Alani, Alex Ken. Denkt, er hätte seinen Gegner jetzt unter Kontrolle, aber Alani antwortet mit harten Schlägen. Bekommt aber auch einige ab. Und nochmal einen harten Kick hinterher. Ein Cover. Alani kommt da raus. Harte Schläge hier, Faustschläge in den Magen, in der Ringecke, dann der Whipping hinterher. Ja, der junge Alex Ken beherrscht jetzt das Match. Er war 1,5 Jahre in Kanada, hat da viel gelernt vom ehemaligen WWE-Superstar Santino Marella in der Battle Arts Academy. Oh.
taucht er unter die Beine durch. Schöner Armtritt von Alani. Und dann ein Spinning Heel Kick hinterher. Schön durchgezogen von Maris Alani. Und er wird hier angefeuert von den Fans in Saarbrücken. Body Slam hinterher, da geht er aufs oberste Seil wahrscheinlich. Lässt sich ein bisschen Zeit. Der Mann aus Mühlhausen in Thüringen und Alex Ken, das hat ein bisschen zu lange gedauert. Er kam hier kontern und kommt mit harten Schlägen auch ins Gesicht von Maris Alani. Jetzt lädt er ihn auf seine Schulter und will fertig machen. Aber Alani kontert hier diesen Griff. Und kontert mit einem Tornado DDT. Hart durchgezogen. Beide Männer angeschlagen. Armboden. Und die Fans feuern nur Maris Alani. Hier nochmal ein Schlagabtausch zwischen den beiden Männern. Harte Schlagsalben hier von Alani. Da kommt er mit einem Kopfstoß und einem Sunset Flip. Ein Power Slam hinterher. Wird jetzt bejubelt vom Publikum. Und zieht Alex Ken wieder nach oben an den Haaren. Das ist natürlich nicht erlaubt. Hat auch der Referee moniert. Und das scheint einen Gegenstand in der Hand zu haben. Alex Ken, aber da ist nichts. Schoolboy, doch. Er hatte seine Mundharmonika. Da lädt er ihn auf. Der Referee geht zu Boden. Und kann natürlich dieses Cover nicht anzählen. Von Alex N. Scheint was ins Auge bekommen zu haben. Ja. Und da nimmt er ihm die Harmonika und will jetzt spielen, aber das Publikum sagt no, no, no. Sie wollen es einfach nicht hören, was er hier zu spielen hat. Aber das scheint mir egal zu sein. Und macht jetzt so, täuscht jetzt einen Angriff von Alani vor, aber der Referee sieht sowieso nichts. Und da wechselt sich die Mundharmonika hin und her. Und der Referee ist immer noch nicht bei sich. Jetzt kommt er so langsam wieder auf die Beine. Und Alani hatte jetzt als letztes den verbotenen Gegenstand. Hätte fast einen Big Bruder bekommen. Was für ein Kick von Alani. Das kam er hinterher. Aber nur ein Two-Count. Alex Penn scheint angeschlagen zu sein nach diesem harten Kick. Alani kriegt aber jetzt einen harten Schlag in den Rücken ab. Na, doch noch nicht ganz befreien. Immer noch ein Aufgabegriff. Wird er abtappen? Nein, er rettet sich ins Ringseil. Und Alani muss natürlich loslassen. Kommt mit einem Running Elbow Drop hinterher. Und geht nochmal aufs oberste Seil. Wird er seinen Frog Splash zeigen? Er sieht nach dem Frog Splash aus. Jawohl. Frog Splash von Alani. Und das ist der Sieg. Gewinnt den Opener hier in Saarbrücken gegen Alex Kern.